gesehen habe beim Hebelschul-TV bei der Eröffnung von dem neuen Schulhof. Ein der Jungs feiert unseres neuen Posenhof-Geländes bei wunderbarem Wetter heute Morgen. Ausgesprochen freue ich mich, dass heute zum ersten Mal die, so wie ich das weiß, zumindest die Schulbürgermeisterin Frau Buchheit für uns zu Gast ist an der Schule. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und ja, Ihnen gebührt ein Riesendank auf jeden Fall schon mal für diese ganzen neuen Schulen und herzlich willkommen bei uns. Bedanken möchte ich noch bei der Presse, die sehr zahlreich heute erschienen ist. Vor allen Dingen aber der erste Auftritt von Hebelschul-TV. Hebelschul-TV, mal kurz winken. Ja. Ja. Hebelschul-TV, neues Projekt an Hebelschule. Ja, dann wünsche ich uns allen jetzt mal noch einen ganz schönen weiteren Verlauf der Veranstaltung. Sehr geehrter Herr Dietrich, sehr geehrter Herr Hartmann, sehr geehrte Frau Strauch, sehr geehrte Frau Ketterer-Sauter, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Kolleginnen aus dem Rathaus und liebe Kollegen, aber natürlich auch liebe Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute sein kann. Am liebsten hätte ich jeden Montag so einen schönen Termin bei schönem Sonnenschein. Das ist wirklich toll, toll euch hier beim Tanzen zuzusehen. Vielen Dank dafür, das war wirklich super für alle. Mein Dank gilt aber auch der ganzen Schulgemeinschaft, die sich zusammen überlegt hat, ihren Schulhof schöner zu machen, besser zu machen, anders zu machen. Und die sich zusammen hingesetzt hat und überlegt hat, wie könnte denn so ein anderer, schönerer, kreativerer Schulhof aussehen. Vor allem durften ja auch diejenigen mitreden, die diesen Schulhof dann benutzen, nämlich ihr, die Schülerinnen und Schüler. Jetzt bleibt mir vor allen Dingen nach dem Dank nur, euch weiterhin viel Spaß zu wünschen, viel gutes Wetter, wenig Gewitter, damit ihr euren Schulhof genießen könnt und hier zusammen eine gute Zeit habt. Vielen Dank. Was gefällt Ihnen am meisten am neuen Schulhof? Ich finde das Klettergerüst sehr, sehr schön. Das gefällt mir gut. Ich durfte auch schon ein bisschen hochklettern und ich glaube mir, da habt ihr viel Spaß. Finde ich toll. Haben Sie einen Lieblingsplatz auf dem Klettergerüst eigentlich? Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich jetzt noch nicht ganz hochklettern konnte. Aber wenn ich mir jetzt mal euer Klettergerüst so angucke, denke ich, am schönsten ist es doch ganz oben. Dann hat man den besten Überblick über den Schulhof. Was haben Sie als Kind eigentlich am liebsten gespielt? Ich habe immer wahnsinnig gerne gewippt auf einer Wippe. Und natürlich schaukel ich gerne, immer noch, auch als Erwachsene. Was machen Sie als Bürgermeisterin? Ich bin Bürgermeisterin für Schulen und Kitas und auch für die Umwelt. Das heißt, ich versuche mit den Schulleiterinnen und Schulleitern zusammen und den Kita-Leiterinnen alles zu tun, damit es den Kindern und den Erwachsenen der Stadt gut geht. Wer kam auf die Idee, einen neuen Schulhof zu bauen? Ja, was denkst du, wer auf die Idee kam? Wahrscheinlich wir Kinder, oder? Ja, ganz genau. Das waren natürlich ihr Kinder. Was gefällt Ihnen am neuen Schulhof am besten? Also ich muss sagen, was mir am allerbesten gefällt, ist, dass die Kinder von der ersten Minute eigentlich den Posenhof so richtig erobert haben. Was hätten Sie damals für einen Schulhof? Bei mir in der Schule, als ich ein Kind war, oh je, da gab es eigentlich gar nichts. Ja. Das war nur so eine Fläche, da konnte man halt draußen sein und Fangi spielen oder so, aber da gab es jetzt nichts, was man
klettern nicht können oder bespielen nicht können. Da musste man sich selber was einfallen lassen. Fandest du das damals blöd oder war das für dich normal? Ja, ich fand es eigentlich auch okay so. Ich dachte, so muss halt ein Postenhof sein, so langweilig. Und ich habe hier jetzt Lena und Katrin vom Grün und Ganzen. Was habt ihr hier am neuen Schulhof gemacht? Wir haben hier hinter uns die Hochbeete bepflanzt mit den zweiten Klassen. Was macht ihr sonst noch so in der Arbeit? Also wir haben noch andere Themen, nicht nur Schulgarten, sondern wir gehen auch zu Bauernhoftieren und zeigen, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie, was es für verschiedene Tierhaltungsformen gibt. Oder wir machen auch ganz viel in der Schulküche. Also da geht dann das Thema gesunde Ernährung, geht dann da weiter. Gibt es noch andere spannende Projekte bei euch? Ja, ich habe auch schon mit Kommunikation und Medien e.V. Zum Beispiel einen Trickfilm-Workshop gemacht, wo es ums Thema Umwelt ging und UmweltheldInnen und eine Plastikprojektwoche. Da haben wir auch einen Film zusammen gedreht. Also genau, es wird auch verfilmt und man kann es dann auch beim Coole Suppe Filmfestival angucken. Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz? Das Klettergerüst. Was mir am besten gefallen hat, waren die Tänze und einfach alles. Mir hat am besten gefallen, alles zu fotografieren und dass ich die Bürgermeisterin sehen konnte. Mir hat am besten gefallen, das Fotografieren und das Filmen. Mir hat am besten gefallen, zu filmen und zu fotografieren. Mir hat es am besten gefallen, als wir fotografieren und gefilmt haben und als ich noch Herr Dietrich interviewt habe. Ich fand es am coolsten, mich um den Ton zu kümmern. Ich fand es toll zu filmen. Ich fand es am besten zu tanzen. Ich fand das Interview mit der Bürgermeisterin richtig toll.